Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report und Teil 2 der N-Wagen-Reihe. Wir schauen uns jetzt erstmal hier die Wagen an. Das ist schon der erste Besonderheit. Hier ein Wagen im DBM-Design, Deutsche Bahn Medien, mit modernen Sitzen. Und die Besonderheit hier ist eben ein Kaffee- und Snackautomat, allerdings leider nicht in Betrieb. Das DBM-Design ist so auch das häufigste Design, was man jetzt hier bei den N-Wagen noch so findet. Aber wie man jetzt hier in diesem Wagen zum Beispiel sieht, es gibt auch innerhalb des DBM-Designs wieder verschiedene Sitzvarianten, weil DBM beschreibt eben erstmal nur das Sitzmuster. Und hier haben wir jetzt die erste Klasse. Im Vergleich zu dem letzten N-Wagen-Video sieht man schon ganz anders. Der ist eben weniger modernisiert. Man erkennt hier aber noch die ursprüngliche Modernisierungsvariante dieses Zuges, war das sogenannte OFV-Design. Das erkennt man an diesen blau-grauen Wandverkleidungen. Und dann hat man eben nachträglich diese Sitze hier eben noch mit dem DBM-Sitzdesign überzogen. Neben dem besonders häufig anzutreffenden OFV-Design gab es auch noch andere Varianten. Da gab es das PFA-Design, es gab das FRW-Design und auch noch das Design Hannover. Die sind aber alle extrem selten. Ich weiß nicht, ob es von denen überhaupt noch Exemplare gibt. Wenn das jemand weiß, kann man es gerne mal in die Kommentare schreiben. Der nächste Halt ist Stuttgart-Bad Cannstatt. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dann, ja, welche Linie ist das jetzt hier überhaupt, die ich befahre? Im letzten N-Wagen-Video bin ich ja über die Frankenbahn von Heilbronn nach Stuttgart gefahren. Dann hatte ich eine Weile Aufenthalt in Stuttgart und jetzt fahre ich nur bis Plochingen. Ist nur ein ganz kurzer Hüpfer, der Zug fährt auch noch ein ordentliches Stück weiter, fast bis nach Ulm, aber eben nicht ganz. Und deswegen steige ich dann in Plochingen aus und wechsle dann wieder auf den nächsten Zug mit N-Wagen. Bis Plochingen fährt man eigentlich konsequent durch Städte. Ja, eben dieser Wagen, mit dem ich hier jetzt unterwegs bin, im OFV-Design mit Sitzbezügen im DBM-Design. Das ist die zweithäufigste Variante, die man noch so antreffen kann. Die häufigste ist jetzt inzwischen die modernisierte Variante, die man im letzten Video gesehen hat. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ja, und in Plochingen hieß es dann auch schon aussteigen wieder. Dann habe ich mir noch ganz kurz einmal den Bahnhof hier angeschaut. Der ist wirklich sehr elegant mit viel Marmor und richtig noch sieht aus wie so ein klassischer Bahnhof eben. Also wenn man mal dort umsteigt, auf jeden Fall mal kurz durchs Bahnhofsgebäude laufen. Das lohnt sich.
Und dann hatte ich eben, wie gesagt, etwas Aufenthalt und hier hat man schon ganz kurz gesehen, mit welchem Zug es weitergeht. Das seht ihr dann wieder in zwei Videos. Das nächste Video wird dann wieder aus der Ruhrgebietserie sein und dann im übernächsten Video geht es dann mit den N-Wagen weiter. Hier seht ihr jetzt noch, wann das nächste Video kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.